Logan, meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde in dieser Schlacht an der Seite der Grauen Wächter kämpfen. Ihr riskiert zu viel, Kalen. Die Horde der Dunklen Brut ist zu gefährlich, als dass ihr an vorderster Front den Helden spielen solltet. Wenn das so ist, sollten wir vielleicht einfach darauf warten, dass die Truppen aus Orlais zu uns stoßen. Ich muss erneut gegen eure törichte Idee protestieren, dass wir Orlais brauchen, um uns zu verteidigen. Das ist keine törichte Idee. Unsere Differenzen mit Orlais sind Vergangenheit. Und ihr solltet nicht vergessen, wer hier König ist. Zum Glück muss Marek nicht mehr miterleben, wie sein Sohn Ferelden denen übergibt, die uns ein Jahrhundert lang versklavt hatten. Da müssen unsere vorhandenen Truppen wohl genügen, nicht wahr? Duncan, sind eure Männer bereit? Das sind sie, Euer Majestät. Und ist das nicht die Rekrutin, die ich vorhin auf der Straße getroffen habe? Es sieht aus, als seien Glückwünsche angebracht. Oh, aber das seid ihr. Mehr als jemals zuvor brauchen wir jetzt jeden einzelnen grauen Wächter. Eure Faszination für Ruhm und Legenden wird euer Untergang sein, Kalen. Wir müssen uns der Realität widmen. Schön. Legt eure Strategie da. Die grauen Wächter und ich ziehen die dunkle Brut auf uns. Und dann? Ihr werdet dem Turm signalisieren, das Leuchtfeuer zu entzünden. Dann greifen meine Männer aus der Deckung an. Und fallen der dunklen Brut in die Flanke, richtig. Und ihr meint den Turm von Ishal in den Ruinen, oder? Wer soll das Leuchtfeuer entzünden? Ich habe dort einige Männer stationiert. Die Aufgabe ist nicht gefährlich, aber entscheidend. Dann sollten wir sie dem Besten anvertrauen. Schickt Alistair und den neuen grauen Wächter, um sicherzugehen, dass sie erledigt wird. Wir brauchen das Leuchtfeuer. Sonst wissen Logans Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Seht ihr? Wir alle ernten unseren Ruhm. Ihr verlasst euch zu sehr auf die grauen Wächter. Ist das wirklich klug? Ich habe genug von euren Verschwörungstheorien, Logan. Die grauen Wächter bekämpfen die dunkle Brut, egal woher sie stammen. Euer Majestät, ihr solltet die Möglichkeit bedenken, dass sich der Erzdämon zeigen könnte. Wir haben in der Wildnis keine Drachenspuren gefunden. Sind eure Männer nicht genau deshalb hier, Duncan? Ich... Ja, Euer Majestät. Eure Majestät, der Turm und das Leuchtfeuer sind nicht nötig. Der Zirkel der Magier... Wir werden euren Zaubern keine Leben anvertrauen, Magier. Hebt sie für die dunkle Brut auf. Genug, der Plan wird aufgehen. Die grauen Wächter werden das Leuchtfeuer entzünden. Vielen Dank, Logan. Ich kann diesen glorreichen Moment kaum erwarten. Die grauen Wächter stemmen sich an der Seite des Königs von Ferelden der Flut des Bösen entgegen. Ja, Kalen, das wird ein glorreicher Moment für uns alle. Du hast den Plan gehört. Du gehst mit Alistair zum Turm von Ishal. Und ihr sorgt dafür, dass das Leuchtfeuer entzündet wird. Was? Ich werde nicht an der Schlacht teilnehmen? Es ist der ausdrückliche Wunsch des Königs, Alistair. Wenn das Leuchtfeuer nicht entzündet wird, wissen Taryn Loghains Männer nicht, wann sie angreifen sollen. Er braucht also zwei graue Wächter, die da oben nur rumstehen und die Fackel halten. Nur um ganz sicher zu gehen, richtig? Aber das ist nicht eure Entscheidung. Wenn König Kalen wünscht, dass die Grauen Wächter dafür sorgen, dass das Leuchtfeuer entzündet wird, dann werden die Grauen Wächter diese Aufgabe übernehmen. Wir müssen tun, was nötig ist, um die dunkle Brut zu vernichten. Egal, ob es aufregend ist oder nicht. Ja, schon verstanden. Aber damit eins klar ist, sollte mich der König jemals darum bitten, ein Kleid anzuziehen und für ihn zu tanzen, ist Schluss. Dunkle Brut hin oder her? Was? Wenn ich mitten durch die dunkle Brut tanze? Immerhin könnten wir sie dann alle niedermachen, während sie vor Lachen am Boden liegen. Vom Lager des Königs aus liegt der Turm auf der anderen Seite der Schlucht. Es ist der gleiche Weg, auf dem wir hierher gekommen sind. Ihr müsst die Schlucht durchqueren, dann durch das Tor und bis nach oben zum Eingang des Turms. Von seiner Spitze aus könnt ihr das gesamte Tal überblicken. Wir geben euch ein Signal, wenn es soweit ist. Alistair wird wissen, wonach ihr Ausschau halten müsst. Die Schlacht fängt bald an. Sobald ich weg bin, müsst ihr euch beeilen. Euch bleibt weniger als eine Stunde. Ihr bleibt bei den Männern des Taryn und bewacht den Turm. Wir schicken euch eine Nachricht, wenn ihr gebraucht werdet. Natürlich.
Selbst die perfektesten Pläne können schiefgehen. Also tut, was getan werden muss. Ich vertraue euch beiden. Nur nicht genug, um uns mit dem Rest von euch kämpfen zu lassen. Es wird noch mehr Schlachten geben, Alistair. Hab Geduld. Dann machen wir uns vor Angst in die Hose. Was sonst? Sollte das geschehen, dann überlasst ihr ihn uns. Ich will keine Heldentaten von euch beiden sehen. Dann muss ich mich jetzt den anderen anschließen. Von nun an seid ihr beiden auf euch gestellt. Vergesst nicht, dass ihr graue Wächter seid. Ich erwarte, dass ihr euch dieses Titels würdig erweist. Duncan, möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen.